Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Ja, wenn ich das Geräusch früher gehört habe, das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Heute ist es aber irgendwie eine schöne Erinnerung an alte Zeiten. Und falls ihr es nicht kennen solltet, das ist der Sound, den die Sendersuche im Radio macht. Bei dem ältesten Live-Medium der Welt, da nimmt Deutschland eine Sonderrolle ein, denn der UKW-Funk war ursprünglich mal eine absolute Notlösung. Wie es dazu kam und was der Zweite Weltkrieg damit zu tun hatte, das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem spreche ich über ein Lied, das jeder Gitarrenschüler irgendwann mal lernen muss und das eine ziemlich ernste Geschichte erzählt. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Aha History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute hören wir fast überall unsere Musik und eben auch Radio auf digitalen Geräten. Meistens ist es das Handy oder ein anderes smartes Gerät, sodass wir das Programm einfach als Stream aus dem Internet laufen lassen. Bis vor einigen Jahren, da lief Radio hören aber noch völlig analog ab und man musste mit Schiebe- und Drehreglern versuchen, irgendwie den Sweet Spot bei den Frequenzen zu finden, um das Programm klar hören zu können. Und gesendet wird dieses analoge Radio hier in Deutschland auf UKW-Frequenzen. Die Abkürzung UKW, die kennen sicher die meisten von euch, die Geschichte dahinter aber vermutlich nur die wenigsten. Warum die Technik nach dem Krieg eingeführt werden musste und warum sie entgegen aller Befürchtungen zum Erfolg wurde, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Martin Klemmrath. Er ist Historiker und hat sich die Geschichte des UKW-Radios für Welt genau angeschaut. Hallo Martin. Hallo Wim. In der Anfangszeit des Radios, also so Anfang des 20. Jahrhunderts, da wurde ja erstmal vor allem auf die Mittelwelle gesetzt und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Der Krieg geht für Deutschland verloren und die Siegermächte, die verteilen hierzulande Mittel und auch die Langwellenfrequenzen neu. Ich nehme mal an, Deutschland hatte damals relativ wenig mitzureden, oder? Ja, genau. Das war ja ganz klar. Also da wurde nicht nachgefragt bei den Besiegten. Und stattdessen haben eben die Sieger, die Alliierten, das für sich beansprucht, die besten Frequenzen und so weiter auf Mittelwelle und Langwelle. Und die Deutschen, die bis dahin da ihre Sender auch platziert hatten, hatten dann wirklich das Nachsehen. Und dann war Improvisationstalent gefragt, wie an so vielen Stellen in der direkten Nachkriegszeit. Improvisationstalent, etwas organisieren und so, das war eben ganz wichtige Aufgabe. Und so musste man dann einen Workaround finden, wie man heute sagen würde, wie man eben doch die Radiosender platzieren konnte. Und da ist man dann eben auf UKW gekommen. Das war eine Technik, die hat man schon Mitte der 20er Jahre ausprobiert. Der Physiker und Funkpionier Abraham Esau hatte da zwischen Jena und Kahler die erste UKW-Übertragung der Welt durchgeführt. UKW-Übertragung verwendete die sogenannte Frequenzmodulation, mit der Radiosignale mit weniger Störung und besserem Frequenzgang als die bis dahin üblichen eben Lang-, Mittelwelle, Kurzwelle, die Amplitudenmodulation verwendet hat. Und das war dann so ein Nebeneffekt. Also man musste ausweichen, man musste was machen, aber dadurch haben die Hörer ein viel besseres Hörerlebnis gehabt, aufgrund der qualitativ höherwertigen UKW-Übertragung. Und aus der Not geboren war das quasi ein Segen für die Hörer. Du hast es schon gesagt, man wurde dann bei den guten Mittelwellenfrequenzen ausgespart, musste sich eben diesen Workaround dann überlegen. Wann gab es denn dann das erste UKW-Radioprogramm in Deutschland? Das war schon am 28. Februar 1949, also fast 3 Monate vor Gründung der Bundesrepublik noch. Da ging der erste UKW-Radiosender in Betrieb, und zwar in München, Freimann. Und schon einen Tag später dann eine Anlage in Hannover auf Sendung, und dann kamen Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Kassel, Nürnberg, Würzburg, Köln und so weiter. Also das wie so ein Domino-Steineffekt ging das dann überall rum, und bereits Ende April 1950 hatten rund 40% der Rundfunkhörer die Möglichkeit, UKW-Sender zu empfangen. Du hast jetzt eben schon angedeutet, dass es weniger Störungen gab bei UKW. Also ist das ja so ein bisschen paradox dann, also scheinbar, korrigiere mich gerne, dass die Qualität bei UKW, obwohl Lang- und Mittelwelle eigentlich beliebter war, bei UKW war die Qualität trotzdem besser, oder?
Ja, war einfach besser. Der Nachteil ist, das kennt man ja auch, wenn man heute noch im Auto fährt, irgendwann, es bricht halt schneller ab. Ne? Wie der Name schon sagt, Langwelle, das kann man bis sonst wohin weiterhören. Mittelwelle, das ist quasi stärkeres Signal auf die Distanz. Ne? Also UKW ist dann, irgendwann bricht es einfach ab. Und das ist quasi da der Nachteil, dass es nicht so weit sendet. Aber ja, also es ist ein wesentlich besseres Hörerlebnis und war ja dann später auch in Stereo. Also erst wurde die ersten Jahre in Mono noch gesendet, aber dann ab 1963 auch in Stereo. Und das war natürlich dann ein weiterer qualitativer Sprung. Und mit der Etablierung dieses ursprünglichen Workarounds, dieses Kompromisses, hat sich das dann auch in der Nachkriegszeit und im Grunde bis heute dann auch verfestigt, dass das der Radiostandard in Deutschland ist. Ja, absolut. Und es war am Anfang noch so, dass die Frequenzen, also bis 1964, von 87,5 MHz bis 100 MHz reichten. Und erst danach wurden sie schrittweise auf 108 MHz erweitert. Und Mitte der 80er Jahre, 1980er, kamen ja die Privatsender auf, wurden die Privatsender eingeführt. Und wer sich mal gefragt hat, warum die irgendwie alle über 100 MHz liegen, liegt daran, dass eben vorher nur bis 100 MHz vergeben wurde und dann erst die der oberen. Deswegen haben die ganzen Privatsender die höheren Frequenzen. Ich habe Mitte der Nullerjahre mal beim Radio gearbeitet und damals meine journalistische Karriere angefangen sozusagen. Und da war UKW wirklich noch so das Maß aller Dinge. Wie sieht das denn heute aus? Für viele, gerade so Traditionalisten wie mich, ist das immer noch das Maß der Dinge. Also ich habe auch immer noch im Auto ein UKW-Radio ohne irgendwie Neuerungen. Hat einfach auch den Vorteil, wenn man mal übers Land fährt, dann, ja, wie schon gesagt, na, irgendwann bricht ja der Empfang ab, aber nicht so sofort, sondern erst sind so Störungen drin, kennen wir alle. Aber man kann immer noch ein bisschen hören. Und das heißt, im Notfall so, ist es schon so, dass man, wenn auch mit Störungen und schlechtem Empfang, kann man aber UKW immer noch irgendwie so reinkriegen. Und was jetzt eben aufkommt und eben politisch schon gewollt ist, ist eben der digitale Standard. War ja erst DRB und jetzt DRB Plus. Und das kennen wir, da bricht es halt wumm komplett weg. Und wenn der Empfang schlechter wird, dann geht es schlicht aus. Und das ist schon so ein Nachteil von jetzt der Neuerung. Also das Maß der Dinge für viele immer noch UKW, aber wird nicht mehr gewollt. Und naja, man wird sich dran gewöhnen, wie man sich an so vieles immer gewöhnt. Auch LED anstatt der alten Glühbirne etc. Man soll jetzt ja nicht immer den alten Sachen nachhängen. Aber DAB Plus ist jetzt das neue Maß der Dinge, wenn man so will. Wird gewollt und da wird dann immer gesagt, habe ich auch schon geschrieben, dass UKW jetzt sozusagen schrittweise abgeschaltet wird, was ja der Fall ist. Die ersten Sender gehen schon so ab nächsten Jahr, Schleswig-Holstein und anderswo, vom Netz und in den nächsten Jahren werden die nach und nach abgeschaltet. Man sagt dann immer, UKW wird abgeschaltet. Ist jetzt, da hatte mich ein Ingenieur darauf aufmerksam gemacht, also bei allem, was ich sage, ich bin ja Historiker und nicht Techniker sozusagen, darf man nicht auf die Goldwaage legen. Also er hat jetzt hat richtig gesagt, richtig ist, im UKW, also Ultrakurzwellenfrequenzbereich, wird die analoge FM-Übertragung durch eine digitale Modulationstechnik schrittweise ersetzt oder ergänzt. Also ne, die Frequenzen werden nicht abgeschaltet, sondern neu genutzt digital. Und ärgerlich natürlich für die Leute, die müssen sich dann neue Geräte kaufen. Teilweise gibt es wohl so digitale Steckdinger, die man daran machen kann, die sind dann günstiger. Aber dennoch, man muss dann technisch aufrüsten. Du hast jetzt schon gesagt, es wird umgerüstet und das Ganze ist politisch gewollt. Gibt es denn da triftige Gründe für? Ja, es gilt als sehr teuer. Also es ist einfach zu teuer, zwei Systeme aufrechtzuerhalten. Hatten wir ja beim Fernsehen ja auch schon, wo dann analog abgeschaltet wurde. Es ist heute alles nur noch digital. Also es gilt als günstiger. UKW gilt als halt teuer. Energiefressmaschine ist dann da immer so das Stichwort der Politik und so. Also ja, man will nicht zwei Systeme, man will dann eben auf eines setzen, wie es beim Fernsehen und anderswo auch schon war. Und wird eine Übergangszeit geben, aber dann ist irgendwann eben nur noch DAB+. Okay. Martin Klemrath, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Gerne. Join Streaming und Live-TV kostenlos auf einer Plattform. Hier findest du das Beste aus Show, Reality, Comedy und das größte kostenlose TV-Angebot Deutschlands. Mit über 100 Sendern wie ProSieben, Sat1, ARD und ZDF im Live-TV. Streame Shows wie Wer steht mir die Show, The Voice of Germany, Promi Big Brother oder Originals wie Worldwide Wohnzimmer oder The Race. Jederzeit und kostenlos, nur auf Join. Mit dem Radio ging in der Nachkriegszeit auch der Rock'n'Roll um die Welt. Und ein Lied, das lief in den 70er Jahren rauf und runter.
Smoke on the Water ist das von Deep Purple. Kennen die meisten von euch bestimmt oder haben es zumindest schon mal gehört. Und manche von euch haben es vielleicht auch mal auf der Gitarre gelernt. Das Lied ist also ziemlich bekannt. Was aber nur wenige kennen, ist die dramatische Geschichte hinter dem Lied. Und die erzähle ich euch jetzt. Bevor wir über die Story hinter dem Lied sprechen, möchte ich euch erstmal mit in die Zeit nehmen. Deep Purple waren 1968 weniger als Band und eher als musikalisches Kunstprodukt in England gegründet worden. Der Plan war, die Band mit verschiedenen Musikern immer weiter zu entwickeln, anstatt mit denselben Musikern immer wieder neue Alben und Touren zu machen. Nur 3 Jahre nach der Gründung, wir sind jetzt im Dezember 1971, da hatten Deep Purple ihr Personal schon einmal fast komplett durchgewechselt und kamen gerade aus Amerika zurück, wo sie eine Tour aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen hatten. Wieder in Europa und schon mit neuen Liedern im Gepäck, quartierte die Band sich in Montreux ein, um ihr Album im dortigen Casino aufzunehmen, das direkt neben dem Genfer See liegt. Und so beschaulich Montreux ist, so beliebt ist es seit eh und je bei Rockbands. Seit 1967 findet nämlich jedes Jahr das Montreux Jazz Festival statt, wo aber schon seit frühesten Jahren nicht nur Jazz-Acts auf der Bühne standen, sondern auch Rock- und Popmusiker. Dieses Festival, das fand 1971 in genau dem Casino statt, wo Deep Purple ihr neues Album aufnehmen sollten. Die Konzertsaison, die war kurz vor ihrem Abschluss und nur noch ein Auftritt von Frank Zappa trennte die Band davon, die Räumlichkeiten des Casinos ganz für sich allein zu haben. Doch dann geschah es. Bei jenem letzten Konzert der Saison, da brach plötzlich ein Feuer aus und das gesamte Casino brannte da nieder. Bilder vom Feuer und der Ruine, die könnt ihr noch im Internet finden und da seht ihr auch, was das damals für ein Inferno war. Die Ursache für das Feuer, die war wahrscheinlich ein Zuschauer, der im Konzertsaal mit einer Signalpistole geschossen hatte, sodass erst die Zimmerdecke und bald darauf das ganze Gebäude in Flammen standen. Und die Musiker von Deep Purple, die sahen die Flammen aus ihrem Hotelzimmer und konnten beobachten, wie sich der Rauch des Feuers über dem See ausbreitete. Ja, und Rauch über dem Wasser, das heißt auf Englisch nun mal Smoke on the Water. Der Titel war also schon mal geboren. Und die Musik dazu, die entstand wenige Tage später, als die Band in einer anderen Konzerthalle in Montreux schließlich mit ersten Jam-Sessions die Aufnahmen für das Album offiziell begann. Und damit geht diese doch recht musikalische Folge von Aha History zu Ende. Bei Spotify findet ihr wieder eine kleine Umfrage, da könnt ihr uns dann auch gerne eine Bewertung und ein Abo dalassen. Euer Feedback erreicht uns wie immer am besten über history@welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.